Solch einen dichten Nebel habe ich in dem Metallsübergang noch nie gesehen. Wie eigenartig. Der Anleger ist eigentlich immer voller Leute, die Waren anbieten, falschen oder herumbrüllen. Es ist immer was los. Hier stimmt etwas nicht. Bleibt wachsam. Hier ist es so still. Zu still. Sind die nur alle? Sollten draußen sein, Eier anbieten und Brot kaufen. Aber hier ist es wie ausgestorben. Sie haben den Zugang zum Dorf verbarrikadiert. Da drinnen ist Verderbtheit. Ich kann es spüren. Seid vorsichtig. Das ist Verderbtheit. Sogar noch schlimmer als im Wald. Müssen Sie... Alles in Ordnung mit euch? Was ist hier passiert? Muss sie drinnen festhalten, dem Bürgermeister gehorchen. Hallo? Ich glaube nicht, dass... Wir werden belohnt werden. Wir alle. Nein, ihr dürft nicht gehen. Hey, könnt ihr mich hören? Irgendjemand hat mächtige Magie gewirkt, um den Verstand dieser Dorfbewohner zu kontrollieren. Der Dorfplatz! Wir müssen nach Überlebenden suchen. Kommt schon. Wir müssen rausfinden, was hier passiert ist. Das ist Adeline. Ich kannte sie. Sie war Bäuerin und hat uns Gewürze verkauft. Die besten in ganz Arlathan. Ich kann nicht glauben, dass das passiert ist. Seht, ist das da auf dem Dach ein Aravel? Ja, die Verderbtheit muss es irgendwie dort drauf befördert haben. Diese Verderbtheit ist merkwürdig. Was Großes. Bleibt wachsam. Da drüben. Da sind noch zwei Überlebende. Hey, was geht hier vor sich? Du musst den Schleierspringer finden. Sie zum Bürgermeister bringen. Sie redet von Jahel und Milva. Sie meinte, sie müsse sie zum Bürgermeister bringen. Wenn wir ihn finden, finden wir also vielleicht auch eure Freunde. Wieso haben sie nach Schleierspringern gesucht? Was hatte der Bürgermeister mit ihnen vor? Seht mal, noch mehr Leute. Müssen alle zusammentreiben. Müssen sie reinbringen. Milva! Ist sie eine der Schleierspringer?
Bellara! Joel! Er lebt! Bellara! Wir helfen euch! Wir holen euch da runter, Joel! Nein! Hör zu! Die Götter sind zurück! Ich hab sie gesehen, sie gehört! Die Götter waren das? Ein Blutritual, um Verderbtheit freizusetzen. Die Dörfler, sie sagten, sie bräuchten Macht. Seid vorsichtig! Als käme es aus der Nähe. Hilf mir! Bitte! Der Bürgermeister dieses Dorfes. Das Dorf? Seine Bewohner? Sind sie... Verderbt. Tot. Sie alle. Ihr habt sie den Göttern überlassen, nicht wahr? Nicht wahr? Sie waren in meinem Kopf. Haben mit meinen Gedanken gespielt. Sie haben mich dazu gebracht. Bitte, helft mir. Ihr habt euer eigenes Dorf verraten. Nein, so war das nicht. Ich wurde reingelegt, manipuliert. Ich habe versucht, meine Leute zu beschützen. Das müsst ihr mir glauben. Die Götter wollten, dass ich die Schleierspringer ins Dorfzentrum locke. Alle anderen sollten einfach nur zusammengetrieben werden, um als erste Zeugen von Gilladanes prachtvoller neuer Schöpfung zu werden. Sie hat mir Gold gezeigt. So viel Gold! Tja, wir haben diese prachtvolle neue Schöpfung jetzt auch gesehen. Und dazu noch jede Menge Tote. Und das alles nur, damit die Götter Macht aus der Verderbtheit ziehen konnten. Ich wollte das alles nicht, das schwöre ich euch. Ihr müsst mir glauben! Die Götter haben seine Gier und Angst ausgenutzt. Und? Soll ich deshalb etwa Mitleid mit ihm haben? Ich sage, wir lassen ihn hier. Aber das wäre mein Tod. Die Verderbtheit ist überall. Was, wenn der Drache zurückkommt? Wenn wir euch gehen lassen, lauft ihr doch sowieso nur wieder direkt zu den Göttern. Sie waren in seinem Kopf. Ihr Einfluss könnte noch anhalten. Ich weiß jetzt, was sie tun. Ich werde mich nicht wieder verlocken lassen. Das schwöre ich euch. Rook, ihr seid ein grauer Wächter. Ihr könntet ihn als Strafe nach Weißhaupt schicken. Wir lassen ihn hier. Soll er selbst zusehen, wie er zurechtkommt. Nein! Er wird in der Nacht Wölfen zum Opfer fallen oder
So wie es hier aussieht, etwas noch Schlimmerem. Er wird zumindest die Möglichkeit haben, sich zu verteidigen. Das ist mehr, als er seinen Leuten zugestanden hat. Ihr begreift nicht, über welche Macht sie verfügen. Sie zeigen euch das, wonach ihr euch sehnt. Sprechen die Dunkelheit in eurem Herzen an. Niemand kann sich dem widersetzen. Das werden wir ja sehen. Ich werde nicht der Letzte sein, der dem erlegen ist. Ich habe das Böse gespürt und... Gehen wir. Es ist sinnlos, mit einem Toten zu diskutieren. Nein! Das Nichts hatte sich geöffnet und die Götter waren frei. Dank Solis erwachten sie in einer Welt, in der ihr Reich, ihre Untertanen und sogar die anderen Götter fort waren. Doch ihnen blieb die Macht der Verderbtheit und die Auslöschung eines Dorfes war erst der Anfang. Sie wollten Kontrolle über noch mehr Verderbtheit, über alles, um ihr Reich wieder aufzubauen. Aber das Streben nach Macht erfordert einen Preis. Und alle werden ihn bezahlen müssen. Habt ihr unsere Späher gefunden? Sie sind tot. Tut mir leid. Elganan und Galenane haben sie in einem Ritual geopfert. Bei den Schöpfern. Was ist mit dem Rest des Dorfes? Durch das Ritual wurde überall Verderbtheit freigesetzt. Das gesamte Dorf wurde von ihr verschlungen. Die wenigen Überlebenden werden durch Blutmagie kontrolliert. Ihr Verstand ist zerstört. Elganan und Galenane haben sie wie Marionetten benutzt. Das Ganze war eine Machtdemonstration. Sie werden nicht ruhen, ehe ihr nicht vor ihnen kniet. Ängstlich, kauernd, hilflos angesichts derartiger Kräfte. Lady Morrigan? Für euch einfach Morrigan, Späherin Harding. Welch Freude, euch wiederzusehen. Rook, das ist Morrigan, eine alte Bekannte. Ich dachte mir, sie könnte uns vielleicht helfen. Morrigan hat der Inquisition geholfen, als Varric und ich noch Teil von ihr waren. Mit Ausnahme von Solis wusste sie mehr über altelfische Magie als jeder andere. Es war damals ebenso Vergnügen wie Notwendigkeit zu helfen und das gilt auch heute. Um Elganan und Galenane aufzuhalten, bedarf es vieler Hände. Dann danke ich euch schon jetzt für eure Hilfe. Wie erfrischend. Und ich danke euch ebenfalls. Ich weiß euer entgegenkommendes Wesen zu schätzen. Was könnt ihr uns über das alles sagen? So gefährlich Solis selbst auch sein mag, war es doch gerechtfertigt, dass er die Götter eingesperrt hatte. Sie jetzt gewähren zu lassen, würde für Thedas das Ende bedeuten. Nur um das klarzustellen. Ihr wisst, dass euer alter Freund Solis der Schreckenswolf ist, richtig? Inzwischen schon, ja. Das erklärt auch, weshalb er derart viel über altelfische Geschichte wusste. Und warum er so verärgert war, als ich versuchte, sie ihm zu erläutern.
Aber gut. Auch wenn ich nicht über sein Maß an Wissen verfüge, bin ich doch gern bereit, das, was ich weiß, mit euch zu teilen. Ich hoffe, das hilft uns weiter. Wenn wir die Götter nicht aufhalten, könnte am Ende die ganze Welt wie Demeters Übergang aussehen. Dazu wird es nicht kommen. Oh, das Selbstvertrauen der Jugend. Leider werdet ihr deutlich mehr brauchen als das. Ich nehme an, ihr habt einen Rat für uns? Seht sie nicht als Götter, sondern als das, was sie sind. Uralte, mächtige Magier. Um ihnen entgegenzutreten, benötigt ihr selbst beträchtliche Magie. Als ihr das Ritual des Schreckenswolfs unterbrochen habt, seid ihr da zufällig auf eines der Werkzeuge gestoßen, die er genutzt hat? Er hatte einen Dolch, aber der ging in dem ganzen Chaos verloren. Dann tätet ihr gut daran, nach ihm zu suchen. Er ist in euren Händen besser aufgehoben als in denen der Götter. Könnte Solus sonst noch etwas besitzen, das uns eventuell weiterhilft? Wir sind in seinem... Naja, er nennt es den Leuchtturm. Ah, natürlich. Die legendäre Zuflucht des Schreckenswolfs. Es heißt, sein Illuvien, der V-Reverse, ermögliche Reisen zu jedem anderen Illuvien. So funktioniert er nicht. Im Moment führt er nur nach Alethan. Ich kann einen Blick darauf werfen. Vielleicht kann ich ihn sogar reparieren. Ich kenne Illuvien besser als die meisten anderen. Wir würden uns über jede Hilfe freuen. Wenn Illuvien noch so funktionieren wie früher. Mittlerweile ist jede Magie anders. Unsere Götter sind zurück. Unsere Götter! Und sie töten Leute und verderben die Welt. Wie bieten wir dem die Stirn? Keiner von uns schafft das allein. Aber gemeinsam können wir sie stoppen. Belara, ihr gehört zu den wenigen Personen auf der Welt, die unseren Illuvien reparieren können. Harding kann den Lyrium-Dolch aufspüren. Und Neff findet alle Hinweise, die wir vielleicht übersehen. Vor uns liegt eine große Aufgabe. Machen wir uns an die Arbeit. In der Tat. Bereitet euch gut vor und trefft eure Entscheidungen mit Bedacht. In Zeiten wie diesen werden Legenden geboren. Oder erschlagen. Ich werde euch in dieser Schlacht jedenfalls nach Kräften unterstützen. Alles klar. Gehen wir. Ich hätte schießen sollen. Das hätte alles nur noch schlimmer gemacht. Das wisst ihr doch überhaupt nicht. Alles, was ihr habt, sind Mutmaßungen. Wir sehen uns etwas Unbekanntem gegenüber und arbeiten weniger mit Fakten als mit Gerüchten. Natürlich sind Mutmaßungen da alles, was ich habe. Ich hätte schießen sollen. Wir sollten uns nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Das tue ich doch gar nicht. Wirklich, Neff. Ich gebe euch keine Schuld. Oder Rook oder sonst irgendjemandem. Niemandem außer euch selbst, hm? Und? Wie funktioniert das für euch? Wir wollten verhindern, dass die Welt ins Chaos stürzt. Und was haben wir erreicht? Nichts. Die Gefahr, dass es dazu kommt, besteht noch immer. Die Elfengötter sind aus ihrem Gefängnis entkommen. Solus ist in eurem Kopf und wir haben nicht die geringste Ahnung, was wir tun sollen.
Und Varric. Varric kannte die Risiken. Er wusste, wie hoch der Preis sein könnte. Wir sind noch am Leben. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Wisst ihr, genau das mag ich an euch, Borte. Ihr hört niemals auf zu kämpfen. Ihr drängt auf Antworten und Taten. Während ich mich ewig mit Fragen aufhalten kann. Naja, wir brauchen doch auch jemanden, die Teile des Puzzles zusammensetzen kann. Wir kämpfen schließlich gegen das Unbekannte. Ganz genau. Wir alle erfüllen eine Aufgabe. Varric hat uns wegen unserer Stärken zusammengebracht. Er wollte eine Gruppe, auf die Verlass ist. Diese Gruppe müssen wir sein. Ihr meint, wir sollen unsere Stärken ausspielen? Und uns aufeinander verlassen. Ich denke, das kriege ich hin. Dann lasst uns Solas Dolch finden. Das wäre schon mal ein Anfang. An dieser Stelle klingt noch Magie nach. Stark. Alt. Der Dolch war also hier. Dunkle Brut. Oh nein, könnte der den Dolch haben? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Wir müssen das Tor aufkriegen. Seht mal da oben, diese magische Vorrichtung. Hinterher. Die dunkle Brut hat doch normalerweise kein Interesse an irgendwelchen Dingen, oder? Haben sie nicht, soweit ich weiß. Aber Solas Dolch ist etwas Besonderes. Er hat sie vielleicht angelockt. Sieht jemand diesen Ghoul? Er muss hier lang gekommen sein. Oh.
Achtung, da vorne ist noch mehr dunkle Brut. Ihr müsst da weg. Noch mehr dunkle Brut. Sie kommen aus diesem Pool. Wer? Haben Gesellschaft. Macht euch bereit. Es wird Zeit für einen Kampf. Dolch gefunden? Ich bezweifle, dass ihn diese dunkle Brut an sich genommen hat. Suchen wir weiter. Da drüben, unser Dolchdieb! Da ist noch mehr Verderbtheit im Weg. Und es gibt vermutlich noch eine. Gute Arbeit. Klar, sie ist ekelhaft. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Vorrichtungen. Ich wette, wir müssen auf jede von ihnen einen Strahl ausrichten. Das war der erste. Suchen wir jetzt nach dem anderen. Dann sehen wir doch mal, was hinter diesem Tor ist. Thank you.
Wir sind nicht allein. Das muss der Ghoul sein, hinter dem wir her sind. Hoffen wir mal, dass er den Dolch noch hat. Mir.
zum... Bewegt ihr diese Felsbrocken? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Kontrolle darüber. Unter Beschuss! Achtung! Fernkampfangriff!
dieser Dolch. Was hat er mit mir gemacht? Ich bin mir nicht sicher, aber wir sollten besser zurückgehen. Dann können wir das in Ruhe besprechen. Euer Schoßtier hat versagt, Schwester. Und jetzt bleibt mir die Magie des Dolchs des Schreckenswolfs verwehrt. Fan Harrell mischt sich wieder ein. Wenn dieser Dolch unerreichbar ist, müssen wir einen weiteren herstellen. Das rote Myrion. Ihr sagtet, etwas hätte euch übernommen? Irgendwie schon, ja. Und es ist immer noch da? Ja, ich glaube schon. Das kann doch keine Besessenheit sein, oder? Das bezweifle ich. Zwerge können nicht besessen sein. Sie haben keine Verbindung zum Nichts. Solus Dolch hat das ausgelöst. Aber wie und warum? Es tut mir leid, Borte. Ich wünschte, ich hätte Antworten für euch. Ist schon gut. Allein darüber zu reden hat mir schon geholfen. Und hey, wir haben den Dolch, oder? Also, Mission erfüllt. Zwerge konnten noch nie Magie wirken. Wir sind dazu nicht fähig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Was ihr nicht sagt. Ich brauche vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit. Das alles ist seltsam, aber ich fühle mich irgendwie verbunden. Womit? Mit dem Stein. Wir Zwerge bezeichnen uns selbst als Kinder des Steins. Und einige von uns besitzen etwas, das wir das Gespür für den Stein nennen. Sie können Höhlen, Lyriumadern und Schwachstellen im Fels erfüllen. Ich war allerdings nie eine von ihnen. Vielleicht hat ja der Dolch etwas Verborgenes freigesetzt. Aber das hier ist mehr als das Gespür für den Stein, wie ich es kenne. Ich weiß, es ist seltsam, aber wird das Ganze für uns zu einem Problem? Solange ihr eure Felsbrocken nur auf die Bösen schleudert und nicht auf mich. Dann gebt mir einfach keinen Grund dazu. Ich kann nichts versprechen. Ich werde die Grauen Wächter über die Verderbtheit, die wir gesehen haben, informieren. Und dann lege ich mich ein bisschen hin. Und wir müssen mehr darüber herausfinden, was die Götter planen. Ich suche mir einen Ort, an dem ich mich entspannen kann und versuche, Solus im Nichts zu erreichen. Viel Glück dabei. Versucht, ihn nicht an euch ranzulassen. Ich habe das Gefühl, wir kommen endlich voran. Und was auch immer es mit meiner neuen Magie auf sich hat, sie fühlt sich richtig an. Ihr Augenmerk galt dem Schreckenswolf und den entflohenen Göttern. Aber ihre eigenen Dämonen, die sie bald heimsuchen würden, übersahen sie leider. Harding sagte sich, es ginge ihr gut. Sie war verbunden mit dem Stein, den untergegangenen Titanen und der gesamten zwergischen Geschichte mit all ihren Geheimnissen. Wie könnte das alles andere als gut sein? Ich sollte mir wohl einen Ort suchen, an dem ich mit Solus reden kann. Moment mal. Dieser Raum war doch vorher noch nicht da. Oder etwa doch? Neff oder Harding müssen mein Gepäck hierher gebracht haben. Gute Idee. Hier schläft es sich auf jeden Fall besser als im Lazarett. Ich kann mir einen Moment nehmen, um meine Sachen auszupacken.
Immer wenn ich mir das ansehe, höre ich das kleine Mädchen, wie es sich bei mir bedankt, weil ich ihr Dorf vor der dunklen Brut gerettet habe. Sie sagte, weil die grauen Wächter keine Griffins mehr haben, solle ich ihren nehmen. Wäre ich nicht dort gewesen, hätte ich Varric nie getroffen. Und der erste Wächter hätte sich nie beschwert, dass ich Befehle ignoriere. Unwichtig, was der erste Wächter denkt. Ein kleines Mädchen ist noch am Leben, weil ich angegriffen habe, statt auf Verstärkung zu warten. Varric und seine Lebenslektion. Ich habe ihn gefragt, wie wir Solas aufhalten sollen. Und er gab mir das hier. Blickt lange hinein. Er wird immer das Gesicht eines Helden zeigen, der Dinge erledigt. Ich weiß nicht, ob ich das Gesicht eines Helden sehe. Aber dieses Gesicht hat jedenfalls schon viel gesehen. Ich habe neue Narben. Manche sind im Spiegel sichtbar, andere nicht. Aber Varric hat damals an mich geglaubt. Und er glaubt jetzt an mich. Ich schaffe das. Ein Krämer hat mir das gegeben, nachdem ich seine Karawane vor Banditen gerettet hatte. Er sagte, Adlige würden herrschen wie beim Schach, weil jeder Zug bestimme, welche Spuren die Menschheit in der Welt hinterlässt. Wir bekämpfen einander, wir unterdrücken die Elfen, wir führen Krieg gegen die Antamen. Wenn unsere Herrscher alles wie ein Kriegsspiel betrachten, hinterlassen wir auf der Welt nur Brandspuren. Eine Reflexion über den Gebrauch von Klingen. Das habe ich bei der Waffenausbildung bestimmt ein Dutzend Mal komplett durchgelesen. Ich habe geübt, bis mein Schlag perfektioniert war, um dann für jeden Gegner bereit zu sein. Damals erschien alles so einfach. Gut, so ist's besser. Also, wie stelle ich eine Verbindung zu Solas her? Muss ich einfach nur einschlafen oder Entspannung? Ich muss vielleicht irgendwie meinen Geist leeren. Ihr seid schon wieder zurück. Das heißt, wo die Lage ist schlimmer, als ich dachte. Hallo, Schreckenswolf. Oh, aber vielleicht irre ich mich ja auch. Womöglich seid ihr ja hier, um mir mitzuteilen, dass meine Befürchtungen gänzlich unbegründet waren. Man kennt mich ja schließlich als den Gott der Lügen, des Verrats und der Rebellion. War ja klar, dass ihr sowas nicht einfach auf sich beruhen lassen könnt. Genau deshalb mag euch übrigens auch niemand. Ich habe über Jahrhunderte hinweg eine Rebellion angeführt, die in der Erschaffung des Schleiers und der Zerstörung des Elfenreichs gipfelte. Okay, das ist ebenfalls einer der Gründe, warum euch niemand mag. Meine Informationen waren zutreffend. Ihr erkennt jetzt, dass die Gefahr real ist. Ich muss wissen, was die Götter vorhaben. Ihr bittet um Wissen, das kein Sterblicher auf dieser Welt besitzt. Wenn ich es mit euch teilen soll, muss ich wissen, was euch dazu befähigt, den Kampf gegen Elganan und Ghelenain anzuführen. Tatsache ist, irgendjemand muss etwas tun. Mag ja sein, dass ich nicht der Richtige für diese Aufgabe bin. Es gibt aber nun mal niemand sonst. Euer Argument ist also, dass es besser ist, auf euch zu setzen, als überhaupt nichts zu unternehmen? Bei den Grauen Wächtern hatten ich und eine Gruppe von Rekruten es mal mit einem Vorstoß der Dunklen Brut zu tun, außerhalb eines Dorfes. Laut Befehl hätten wir auf Verstärkung warten sollen, aber wir wussten, dass bis sie eintreffen würde, alle im Dorf bereits tot sind. Dennoch habt ihr eure Rekruten hineingeführt, den Tunnel einstürzen lassen und das Dorf gerettet.
Woher wisst ihr das? Ihr habt Varric fast ein Jahr lang dabei geholfen, mich zu verfolgen. Es wäre dumm gewesen, nicht mehr über die in Erfahrung zu bringen, die Jagd auf mich machten. Dann wisst ihr ja, dass ich stets dazu bereit bin, Entscheidungen zu treffen. Nun, ich schätze, ich war zu Beginn vermutlich gar nicht so anders als ihr. Zu Beginn wovon? Meiner Rebellion gegen die Evanuras. Die Elfengötter, wie ihr sie nennt. Sie wollen wieder die Herrschaft über diese Welt übernehmen. Um das zu erreichen, werden sie zwei Dinge brauchen. Erstens die Verderbtheit. Was in dieser Welt existiert, ist lediglich ein Bruchteil ihrer Macht. Der Rest ist eingesperrt, bis sie sie freilassen. Was müssten sie tun, um die Verderbtheit zu befreien? Und wie verhindern wir, dass ihnen das gelingt? Um den Kerker der Verderbtheit zu erreichen, müssen sie den Schleier durchstoßen. Mein Lyrium-Dolch ist eines der wenigen Dinge, die dazu fähig sind. Wir haben ihn bereits an der Ritualstätte geborgen. Ausgezeichnet. Das heißt, sie müssen ihren eigenen herstellen. Das verschafft euch Zeit. Ihr sagtet, die Götter bräuchten zwei Dinge und die Verderbtheit sei das erste. Was ist das zweite? Anhänger. Sie bezeichnen sich selbst als Götter. Und was wäre ein Gott ohne Gläubige, die ihn anbeten und ein Loblied auf ihn singen? Ihr denkt, sie wollen ihre einstigen Untertanen zurück? Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das Volk der Elfen das Knie vor mordlustigen, verderbten Monstern beugen wird. Dem stimme ich zu. Aber die Elfen sind Elganan und Ghilinein gleichgültig. Sie werden ihre Gläubigen unter jenen finden, denen es nach Macht giert. Unter Tyrannen. Unter den Grausamen und Korrupten, die ihre eigene Verletzlichkeit fürchten und jede Gelegenheit, sich stark zu fühlen, ergreifen. Wenn ihr Jagd auf sie macht, werden sie euch zu Elganan und Ghilinein führen. Danke. Ich werde ein wenig unter den Grausamen und Korrupten herumstochern. Dann sehen wir ja, was sich ergibt. Der Virevars, der Leuchtturm Illuvien, kann euch überall hinbringen, wenn ihr seine Geheimnisse ergründet. Ist euch das gelungen? Noch nicht, aber wir haben eine Schleierspringerin, die das auf jeden Fall hinkriegt. Alles Weitere wird sich dann schon ergeben. Ja. Ich schätze, das wird es wohl. Und wenn ihr mit Varric sprecht, sagt ihm bitte, dass ich bedauere, was passiert ist. Solas hat also die Wahrheit über die Götter gesagt. Ihr wisst also schon Bescheid? Es ist schlimm, Varric. Hättet ihr Demeters Übergang gesehen? Die Gruppe muss rasch handeln. Und das geht nicht, wenn ihr Anführer bettlägerig ist. Ihr müsst die Führung übernehmen. Ich kann nicht tun, was ihr tut. Ich konnte die Gruppe in eurer kurzen Abwesenheit kaum zusammenhalten. Ihr müsst nicht tun, was ich tue. Ihr müsst lediglich die Aufgabe erfüllen. Rook, als ich diese Gruppe zusammengestellt habe, nach wem habe ich da gesucht? Nach einer Detektivin, um den Schreckenswolf aufzuspüren und einer Späherin, um die Lage zu sondieren. Ich habe genau die Leute rekrutiert, mit denen er gerechnet hatte. Diszipliniert, berechenbar. Und dann seid ihr noch ihr. Erinnert ihr euch an unsere erste Begegnung, Kleiner? Ich habe mit angesehen, wie ein paar wilde Rekruten unter eurer Führung die größte Horde der dunklen Brut zurückgeschlagen haben, an die ich mich erinnern kann. Ich brauchte dafür bloß die richtige Strategie. Die niemand sonst unter den grauen Wächtern gefunden hatte. Ihr habt diese Horde aufgehalten. Ihr musstet zwar ein Rathaus über ihn einstürzen lassen, aber ihr habt eine echte Gabe, Kleiner. Wofür? Einen Weg durch die übelste Scheiße zu finden, die ich je gesehen habe.
Mithilfe eines Plans, mit dem niemand rechnet. Jemanden wie euch hätte Solas nie im Leben erwartet, Rook. Und keine Sorge, ich stehe hier zur Verfügung, wenn ihr reden wollt. Ihr solltet euch jetzt etwas ausholen. Ihr schafft das schon, Rook. Nur noch eines, bevor ihr geht. Ich habe mir das Gehirn darüber zermartert, wer uns mit diesen Göttern helfen könnte. Ist euch etwas eingefallen? Nein. Aber Anführer müssen nicht immer selbst alle Antworten wissen. Sie müssen die Leute kennen, die sie haben. Neff hat Verbindungen zu einer ganzen Welt, die Harding und ich kaum kennen. Ein Gespräch mit ihr könnte sich lohnen. Ich verstehe. Danke, Varric. Jederzeit gern. Hey, Neff. Hallo, Irrlichter. Ja, sie sind noch hier. Aber egal, ihr braucht einen Ansatzpunkt. Ihr braucht Verbündete, um die Götter zu jagen. Ich weiß, wo man suchen muss. Wir müssten nur an einen anderen Ort als Alethan kommen. Bellara arbeitet daran. Was habt ihr? Fangen wir damit an, was wir wissen. Die Götter sind personifizierte, verderbte Magie. Wen heuern wir an, um das zu bekämpfen? Zunächst mal die Krähen von Antiva. Ihr wollt Götter mit Assassinen bekämpfen? Nicht mit irgendeinem Assassinen, mit ihrem meistgefürchteten Magiertöter, dem Dämon von Virantium. Der Name klingt schon mal vielversprechend, aber wird er ihm auch gerecht? Das ist die Frage. Der Dämon hat seinen Spitznamen dadurch erlangt, dass er Blutmagier und Venatori ausgeschaltet hat. Und soweit ich weiß, ist sein Ruf wohl verdient. Ich bin nie hinter seinen echten Namen gekommen und in den letzten Jahren ist es ruhiger um ihn geworden. Die Krähen müssten aber mehr wissen. Ich kann ein Treffen mit ihren Anführern in die Wege leiten. Das ist fantastisch. Danke, Nev. Dafür bin ich hier. Ihr sagtet, wir bräuchten zunächst mal die Krähen. Was steht noch auf der Liste? Ein Ausflug nach Hause. Zurück nach Menrathis. Die Hauptstadt und das Herz Tevinters. Eines Magierreichs, das sich nur allzu gut mit verderbter Magie auskennt. Die Obrigkeit Tevinters wird uns nicht helfen und ist nicht vertrauenswürdig. Deshalb reden wir auch mit den Schattendrachen. Sie sind eine Widerstandsgruppe, die Sklavenhändler, Blutmagie und jegliche Verderbtheit im Reich bekämpft. Sie haben überall Augen und Ohren, darunter auch meine. Wenn die Götter im Reich agieren, könnten wir vielleicht etwas erfahren. Abgesehen davon sollte ich sie mal wieder auf den neuesten Stand bringen. Es klingt, als wären diese Leute wirklich großartig. Ich meine, falls sie auch nur annähernd so sind wie ihr. Niemand ist so gut, wie er nach außen wirkt. Aber sie geben sich Mühe. Wir reden also mit den Krähen in Antiva und den Schattendrachen in Menrathis. Ich würde außerdem gern mal wieder in meinem Viertel vorbeischauen. Falls Bellara für uns bereit ist.
Ja, wir sollten nachsehen, wie es läuft. Tulda Isatunol vidun garvalos atredum. Aber Valos atredum ist doch was ganz anderes als Isatunol. Isatunol? Ich erinnere mich, nachdem ihr den Dolch berührt hattet. Das Gebet, die Verkündung. Isatunol. Was genau verkündet ihr? Sie erinnern sich nicht. Niemand erinnert sich. Wir wissen nicht mal, was wir verloren haben. Ihr hört nicht ein Wort von dem, was ich sage, oder? Mhm. Ihr wisst aber schon, wie bezaubernd ihr seid, oder? Natürlich, was immer ihr für das Beste haltet. Was? Was ist passiert? Ich sagte, ihr seid bezaubernd. Ihr macht euch über mich lustig. Nicht doch. Dafür respektiere ich euch viel zu sehr. Ach, tatsächlich? Aber natürlich. Also, was ist Isatunol? Isatunol ist eine Bestätigung. Eine Feststellung der Existenz. Des Seins. Es bedeutet, ich bin hier. Aber nein, nicht ich. Ich ist Singular. Es heißt aber auch nicht wir. Wir hieße mehrere Einzelne. Was? Isatunol ist die ewige Hymne, die jegliche Zeit umfasst. Und jeglichen Raum. Ich bin, wir sind dies und das, hier, dort, jetzt und für alle Zeiten. Naja, wichtig ist nur, dass ihr glücklich seid. Glücklich? Nein, glücklich ist es nicht. Ganz. Ja, das könnte es sein. Ich bin mir sicher, Isatunol beschreibt, wie wir die Zwerge einst waren. Aber es wird in keinem einzigen Buch erwähnt. Es fehlt in der gesamten Geschichtsschreibung. Wenn wir etwas derart Wichtiges vergessen konnten, was haben wir dann sonst noch alles vergessen? Ich weiß es nicht. Entschuldigt, ich erwarte nicht, dass ihr eine Antwort darauf habt. Und danke übrigens, dass ihr mich plappern lassen habt. Gerne doch. Dafür bin ich schließlich da. Ich muss nur noch... Scheiße. Entschuldigung. Soll ich euch helfen? Nein, nein, ich schaff das. Fast fertig. Spiegel sind schon irgendwie komisch. Findet ihr nicht? Reflexion,
Sie verzerren die Realität, egal was man auch versucht. Das ist es. Kontrolliert man erstmal diese Verzerrung, dann... Es ist geschafft. Was ist das für ein Ort? Wenn ich raten müsste? Ich würde sagen, das Nichts. Also ein anderer Teil davon. Hat Morrigan nicht gesagt, diese Eluvien könnte überall hinführen? Ich hätte nicht gedacht, dass das auch woanders im Nichts bedeutet. Sie nannte es den Virevars. Freiheit der Wege. Ich frage mich... Wenn auf der anderen Seite das Nichts ist, bedeutet das nicht, dass es gefährlich ist? Wie so oft im Nichts? Gefährlicher als Elfengötter, die die Verderbtheit als Waffe benutzen? Gutes Argument. In einigen älteren Texten wurde über einen Ort im Nichts geschrieben, durch den alle Eluvien miteinander verbunden sind. Eine Kreuzung, von wo aus man in wenigen Minuten an jeden Ort in Thedas reisen kann. Genau. So etwas Ähnliches haben wir gesehen, als wir Solus verfolgt haben. Vielleicht ist das das Gleiche. Es ist gleich. Und doch nicht. Entweder habt ihr einen Weg in den Leuchtturm gefunden, ohne dass wir es bemerkt haben, oder ihr seid schon die ganze Zeit hier. Ich weiß nicht, was davon mich mehr beunruhigt. Der Fangzahn des Wolfs. Ihr tragt ihn jetzt. Alte Pfade. Eine neue Reise. Geht hindurch. Ich werde warten. Also, ich weiß nicht, ob das eine Falle ist oder nicht. Aber wir haben keine anderen Möglichkeiten. Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Und Hen hat sich nicht gefährlich angefühlt, wisst ihr? Eher traurig. Wir haben keine Ahnung, was oder wer Hen ist. Also lasst uns vorsichtig sein. Wir müssen für alles bereit sein. Und wir wissen immer noch nicht, was dieser Eluvien macht. Jemand sollte vielleicht zurückbleiben, falls er sich schließt. Gute Idee. Sagt uns einfach, wenn ihr bereit seid aufzubrechen, Rook. Und dann finden wir heraus, was los ist.